Die treibende Kraft beim Entstehen der Badischen Verfassung ist der moderne, aufgeklärte Beamtenapparat. Der motiviert den Großherzog Karl dazu, eine Verfassung zu erlassen. Und die Besonderheit an der Badischen Verfassung besteht darin, dass der Großherzog die Verfassung aus seiner gesamten Machtvollkommenheit oktroyiert. Baden ist eine absolute Monarchie und aus dieser Machtfülle heraus erlässt der Großherzog die Verfassung. Da gibt es mehrere Gründe. Man wollte zum einen ein einigendes Band, sozusagen eine integrative Kraft durch die Verfassung. Aber der wichtigste Grund war, wie immer im richtigen Leben, das liebe Geld. Der Großherzog und sein Staat sind nahe am Staatsbankrott. Man möchte also an das Geld der Bürger herankommen. Und der Deal besteht darin, dass die Bürger, die die Steuern einzahlen, auch ein Mitspracherecht erhalten über die Verwendung der Steuergelder im Budgetrecht des Landtags. Es gibt keine Prachturkunde, sondern nur diesen Verfassungsentwurf von Nebenius, dem Autor der Verfassung. Der wurde dem beratenden Gremium im Umfeld des Großherzogs vorgelegt. Und wir sehen hier an den einzelnen Streichungen, Ergänzungen, dass dieses Gremium die Verfassung von Nebenius nochmal überarbeitet hat. Und in dieser überarbeiteten Form wurde dieser Entwurf dann dem Großherzog vorgelegt. Und mit seiner Unterzeichnung, seiner Paraffe, dem C, wurde die Verfassung dann verabschiedet und durch die Veröffentlichung im Regierungs- und Staatsblatt dann in Kraft gesetzt. Diese Verfassung zeichnet aus, dass sie zum einen erheblichen Teil der männlichen Bevölkerung Mitspracherechte einräumt und dass sie zum anderen allen Staatsangehörigen Freiheitsrechte einräumt. Das Recht auf Eigentum, freie Berufswahl, Freizügigkeit, freie Religionsausübung, nicht zuletzt Recht auf einen ordentlichen Richter. Und diese besondere Konstellation, die Mitspracherechte sowie die Freiheitsrechte, machen aus dieser Verfassung eine der freiheitlichsten im frühkonstitutionellen Deutschland aus. Es ist tatsächlich eine der freiheitlichsten Verfassungen zu dieser Zeit.